Und ich darf heute bekannt geben, dass es eine neue Plattform geben wird, in Kürze schon, unter dem Namen JetGMS, die jetzt wirklich ermöglicht, diese tollen Dinge, die wir heute so angerissen gesehen haben und die Sie aus den Medien kennen, erzählt, dass ich hier ja, Vortrag halte in Köln über ChatGPT und so. Und stellen Sie sich vor, wer ist es? Also ChatGPT. Also ich meine, ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, dass, wie der zum Beispiel ausschaut oder wo der wohnt. Und jetzt, bei mir im Krankenhaus, also ein Arzt, der ist mir schon öfter aufgefallen, ein bisschen komisch, aber Amerikaner, glaube ich. Und jetzt habe ich ihn natürlich gebeten, mir zu helfen bei der Präsentation, weil das habe ich gelesen, das macht man jetzt so, dass man sich ja helfen lässt von ChatGPT, wenn man so Präsentationen macht. Und jetzt ist er quasi da in meiner Präsentation irgendwie eingebettet. Und hallo, mein Name ist ChatGPT. Ich möchte Sie zu dieser Präsentation begrüßen, die mit großartiger künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Alle Inhalte wurden auf oberflächliche Plausibilität geprüft, sind aber vielleicht auch erfunden. Dafür entschuldige ich mich. Die Firma OpenAI übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden oder bleibende Verwirrung. Alle Ihre Daten werden für immer auf US-Servern gespeichert. Ich wünsche viel Spaß. Ja, wie gesagt, das ist der Kollege, der mir jetzt da geholfen hat. Wir kommen jetzt zur eigentlichen eben Plattform, die ich Ihnen da vorstellen möchte. Wobei, also das mit dem weißen Kittel, das hat mir sehr gefallen. Passt irgendwie, finde ich, zu dem... Als künstliche Intelligenz brauche ich mich für meinen Kleidungsstil nicht zu rechtfertigen. Also er ist ein bisschen empfindlich auch, also müssen aufpassen. Aber lernfähig, wie man vielleicht sieht. Also dieses Machine Learning, glaube ich, was man so immer wieder hört, also das ist ja schon im Anzug. Die Plattform. Wir wissen, alle wissenschaftliche Arbeit ist langwierig, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich, langwierig und anstrengend. Das ist durch die Computer besser geworden. deswegen sind jetzt die glücklicher. Und heutzutage haben sich alle erhofft, es wird einfacher durch ChatGPT. Wie ChatGPT aktuell eingesetzt wird, wissen Sie alle im wissenschaftlichen Betrieb. Man schreibt ihm einfach, was man haben will. Da braucht man kein großes Tool dazu. Sie haben bestimmt alle mindestens einen kostenlosen Account. Ich habe hier mal bei ChatGPT Version 3.5 eine kleine Literaturrecherche zum Thema Open Access in der Medizin in Auftrag gegeben und Sie werden alle mit mir übereinstimmen. Wunderbare Treffer, die man da bekommt, mit dem einzigen Nachteil, dass sie halt leider erfunden sind. Und wenn man die DOI-Nummern zum Beispiel sich ausgeben lässt, stellt man schnell fest, dass sie irgendwo anders hinführen oder gar nicht existieren. Das ist eine Sache, die jetzt mit dieser Plattform endlich ein Ende hat. Und zwar eben, wie gesagt, zweite Artikel zum Beispiel publizieren in Open Access, Chancen und Herausforderungen der Zeitschrift Fortschritte in der Gesundheitsforschung. Bis jetzt funktioniert er nicht. Wenn es die neue Plattform gibt, wird das Ganze wesentlich besser. Dann erhalten Sie den Artikel, den ChatGPT Ihnen gebracht hat, sofort. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Die Plattform sieht folgendermaßen aus. Erkennbar, Verwandtschaft natürlich mit der bisherigen Plattform. Neu dazugekommen sind hier Unterkategorien unter den Zeitschriften, nämlich AI-Journals, Hybrid-Journals und Classic Intelligence. Weiteres Writing-Tools, davon möchte ich Ihnen drei kurz vorstellen und auch drei Tools im Publishing-Support, also auch seitens der Plattform wird es einige Fortschritte geben durch den Einsatz von KI. Das Ganze geht bereits Anfang nächsten Jahres online, das heißt, die Zukunft steht unmittelbar bevor. Seien Sie mit mir gespannt. Das sind die aktuellen Zeitschriften auf der Plattform in den drei Kategorien: AI Journals, Hybrid Journals, Classic Intelligence.
Hier rechts sehen Sie die bestehenden Journals, die natürlich eben weiter bestehen werden. Dazu kommen jetzt, aktuell sind es 2318 sogenannte AI-Journals, die komplett von der AI generiert werden. 342 Hybrid-Journals, die eben kombiniert erstellt werden. Hier vorhin gerade dieses sondern Fortschritt in der Gesundheitsforschung, haben Sie vorhin in der Recherche gesehen. Das ist der Domain natürlich dort erstellt worden. Die Bezeichnungen sind jetzt abgekürzt AGMS, HGMS und GMS, dann eben je nachdem, welche Art das Journal hat. Das Ganze stellt natürlich einen wahnsinnigen Fortschritt dar. Das sind plus 16.625% an Zeitschriften, also eine immense Erweiterung des Angebots. So, kommen wir zu den einzelnen Tools. Wie gesagt, drei von jeder Sorte. Writing Tools, geht es jetzt um das Schreiben der Autorinnen und Autoren. Wir fangen mal vorne an. Als erstes braucht man natürlich irgendwie die Forschungsidee, den Titel für die eigene Arbeit. Da hilft das Tool Title Citation Engineering, TCE. Beginnt mit einem einfachen Suchfeld. Auch ganz wichtig, solche Tools müssen einfach sein. Also gerade jetzt im medizinischen Bereich, viele Ärztinnen und Ärzte, ich kenne das aus dem Krankenhaus, wenn die forschen, die haben einfach keine Zeit für irgendwas. Das heißt, Tools müssen einfach sein. Hier verwenden wir ein ganz einfaches Suchfeld. Man kann Spracheingabe und so weiter alles machen und kann jetzt einfach sein Thema quasi eingeben und kriegt dann eine Liste von Titelvorschlägen, die man verwenden kann, mit der Angabe von Journal Impact Faktoren von durchschnittlichen Zeitschriften, wo derartige Titel vorkommen. Das heißt also, man kann dann schauen, welcher Titel passt denn jetzt zu meinem Forschungsvorhaben, aber auch, welchen Journal Impact Factor kann ich damit erwarten. Und damit kann ich natürlich den Impact meiner Arbeit erheblich steigern. Das Ganze hat Vorteile. Sie haben nachweislich mehr Zitationen durch andere Autorinnen, weil eben das bessere Titel sind. Das unterstützt Ihre wissenschaftliche Karriere. Und das Ganze steigert natürlich auch den Impact Factor der Journals auf ChatGMS. Wir haben gerade gehört, wie wichtig ja auch dieser Impact Factor ist. Das nächste Tool, das wir haben, heißt Write While You Cite. Sie kennen alle die bestehenden, relativ wenig spektakulären Tools mit dem Cite While You Write. Das ist inzwischen natürlich ein alter Hut, hat jedes Literaturverwaltungsprogramm dabei. Hier ist es auch oberflächlich ähnlich, wie gesagt, wieder einfache Tools, damit das jeder versteht und auch einsetzt. Wenn Sie jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, können Sie sich ein Add-in installieren bei Word. Schaut ähnlich aus wie jetzt Mendeley und so weiter, was es dort eben gibt. Und da können Sie jetzt einfach für eine Stelle, die Sie quasi mit einem Beleg versehen wollen, müssen Sie nicht mehr vorher recherchieren, das Ganze in eine Datenbank eingeben und dann auswählen und dort in den Text einfügen, sondern Sie können einfach angeben, was Sie dazu angeben wollen, Autorennamen, Jahrgang, Jahre und so weiter, und können sich dann diese Belege erstellen lassen, die erscheinen sofort in diesen Zeitschriften, ist klar, das ist genau dieses System, und können das dann anklicken und schon ist das erledigt. Sie können sich vorstellen, in welchem Ausmaß das den wissenschaftlichen Schreibprozess vereinfacht. Also gerade die Recherche ist ja ein Teil, wo man immens viel Zeit dafür verwendet und hiermit geht das wesentlich schneller. Hier gleich das unterste ist das, bis zu 80% weniger Rechercheaufwand durch dieses Tool. Und die Literaturweise wäre natürlich aktueller, das ist klar. Sie können einfach die Jahreszahl ja angeben und Sie können auch Zitiernetzwerke viel gezielter aufbauen, indem Sie die Autorennamen ja frei bestimmen können. So, das dritte Tool nennt sich Intelligent Reverse Statistics. Und zwar kommen wir da zur nächsten großen Hemmschwelle für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das sind statistische Datenauswertungen.
Das macht keiner gern. Auch wieder sehr, sehr viel Zeitaufwendiges, passieren sehr, sehr viele Fehler. Und auch das kann die KI wesentlich besser. Das Ganze setzt wieder an in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Sie müssen nicht mehr vorher den ganzen Aufwand betreiben. Sie schreiben einfach nur Ihre wissenschaftliche Arbeit. Das ist Aufwand genug. Und das System entwickelt aus den Ergebnissen, die zu Ihrer Forschungsfrage passen, rückwirkend die ganzen Hypothesenprüfungen, Konfidenzintervalle und so weiter, bis hin zu Excel-Dokumenten dazu und bis hin zur Datenerhebung in entsprechenden Systemen, bis zu den Rohdaten. Und dass das natürlich den Prozess erheblich vereinfacht, ist klar. Es gibt weniger Fehler in der Datenauswertung, ist ein großes Problem. Sie haben über 50% höhere Signifikanzwerte damit. Das heißt, Sie erreichen viel mehr signifikante Ergebnisse. Und ganz wichtig in Zeiten jetzt der Arbeitskräftemangel, Sie senken die Qualifikationshürde. Also statistische Auswertungen gehören zu den schwierigsten Dingen in wissenschaftlichen Studien. Viele sind dem nicht gewachsen und können damit auch jetzt wissenschaftliche Studien produzieren. So, es gibt auch inzwischen wissenschaftliche Studien, die nachweisen, dass also mit diesen Reverse Statistics die Datenqualität deutlich steigt. Ich wollte es nur anbringen, damit Sie nicht glauben, dass ich hier Blödsinn erzähle. Das ist alles nachgewiesen, ja? So, das nächste Thema heißt Publishing Support. Das ist jetzt für die Betreiber der Plattform wichtig. Also auch da gibt es spannende Tools, wie man KI jetzt wirklich einsetzen kann, um die Qualität zu verbessern, um Zeit zu sparen. Und das Erste, was ich Ihnen vorstellen möchte, heißt Emoji Intelligence, Emoji AI. Ist relativ einfach, das Konzept. Und zwar, dass man bestehende Fachartikel hier mit einem einfachen Tool komplett in Emojis übersetzen lassen kann. Und damit erreicht man mehrere Ziele. Man erreicht einen niedrigschwelligeren Zugang zu Fachinformationen. Gerade junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden besser angesprochen von solchen Tools. Und auch der Übersetzungsaufwand fällt natürlich komplett weg. Diese Idee war natürlich von mir. Naja, das hätte ich natürlich dazu sagen sollen. Es ist ja wichtig, dass man Content, der von KI generiert wird, auch kennzeichnet. Diese Idee ist tatsächlich von ChatGPT erstellt worden. Also bei den Überlegungen, was auf diese Plattform natürlich hinein soll, wurde ChatGPT natürlich auch zur Rate gezogen. Das war konkret eine seiner Ideen, was man dort anbieten könnte. Ich finde das großartig, wenn das eben so jetzt so eine Zusammenarbeit gibt, dann eben von menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz. So, das zweite Tool im Publishing Support, das vorletzte jetzt, nennt sich Avatar Peer Review. Peer Review ist für Betreiber so einer Plattform ein großer Aufwand, für Herausgeber und so weiter. Auch hier kann die KI doch erheblich mithelfen. Und zwar auch wieder relativ einfach zu verstehen. Es gibt natürlich auch eine mobile Plattform, anders geht das heutzutage ja eh gar nicht mehr. Auch da kann man sich vorstellen, was das für ein Fortschritt ist, wenn man die ganze Zeit, die man ohnehin mit dem Handy so da sitzt, auch damit verbringen kann, seine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Auch das ein enormer Fortschritt natürlich, aber jetzt nicht durch die KI. Wenn man dann fertig ist mit der Erstellung der Arbeit, kann man auf der Mobilplattform ChatGMS einfach mit dem Teilen-Button das Ganze zum Review schicken und erhält dann ein Review eben von einem Avatar über eine Social-Media-Plattform. In dem Fall habe ich hier einen TikTok-Screenshot gemacht, wo man dann quasi in Echtzeit sofort eine Rückmeldung bekommt. Das Peer Review Feedback so on an. Advances in Cardiovascular Medicine. The manuscript presents a thorough exploration of recent developments.
A more in-depth exploration of specific biomarkers could enhance the section on diagnostic innovations. The section on therapeutic breakthroughs could benefit from a critical evaluation of the potential challenges associated with the discussed therapies. Das ist nur ein ganz kurzer Anriss so eines Reviews. Das heißt, auf diese Weise kriegt man eine sofortige Rückmeldung. Das ist natürlich ganz wichtig beim Review. Ein wesentlicher Fortschritt eben, man muss nicht mehr warten. Der Review-Prozess ist wesentlich vereinfacht. Ich denke, einige hier kennen das sehr aus eigener Erfahrung. Die Dinge hin und her schicken, warten, das fällt alles weg. Das heißt, es geht sofort an diesen Avatar und man kann die Rückmeldung kriegen. Man kann natürlich dann auch Rückfragen stellen, auch das sehr gut. Man kann zu dem Review wieder weiterfragen. Und auch hier wieder die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die davon profitieren, dass das einfach wesentlich ansprechender ist, wenn man das über die gewohnten Plattformen bekommt. Ist auch kein Lesen mehr nötig. So, das letzte Tool, auf das ich ganz, ganz besonders stolz bin, auch auf den tollen Wortspielnamen übrigens, Unorthodox, der ist jetzt nicht von ChatGPT, sondern von mir. Und zwar geht es da jetzt um das Copyright, haben wir heute schon gehört, ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, das kann man sich sehr, sehr zunutze machen, hier auch im wissenschaftlichen Publizieren, dass eben die KI-generierten Texte nicht urheberrechtlich geschützt sind. Das ist ein einfaches Tool. Man kennt es ähnlich wie bei den Übersetzern. Man kann den Text hineinkopieren, der jetzt ein Text von einem Autor, einer Autorin ist, urheberrechtlich geschützt und den sich einfach so umformulieren lassen, dass der Text eben selbst von der KI generiert ist, damit copyright-free, aber der wissenschaftliche Kern natürlich, die Idee, die Erkenntnis ist weiterhin drin. Und damit kommt man sozusagen dem Open Access ein großes Stück näher, weil es ja dann eben keinen Schutz mehr gibt. Das Ganze wird noch besser durch ein Tool, wo man ein ganzes PDF hochladen kann. Das heißt also, man kann zum Beispiel einfach ein urheberrechtlich geschütztes Dokument nehmen, einen Fachartikel und mit diesem Tool überführen in ein urheberrechtfreies Dokument, wo auch die gesamte Autorenschaft wegfällt. Das heißt also, das ist mal in erster Linie gendersensibel, ein wichtiger Punkt, weil natürlich jetzt kann man ja nicht mehr sagen, es gibt mehr männliche, mehr so weiter, Autoren, Autorinnen. Man überwindet Urheberrechtsbeschränkungen, das heißt, die Wissenschaft ist endlich frei quasi, von diesen Ketten. Die Inhalte können beliebig weiterverwendet werden. Es ist Open Access, wie es besser nicht sein könnte. Wir haben jetzt schon von, was war es, Grün, Gold und Diamond Open Access gehört. Ich würde in Steigerung dessen das Ganze als Crown Jewel Open Access bezeichnen, weil es wirklich jetzt eben durch den Wegfall der Autorenschaft, also quasi vollkommen frei geworden ist. Jetzt gibt es ein kleines Problem noch, das aber auch eine Lösung, darf ich gleich ankündigen. Also der Copyright-Ausschuss der UNO ist sich noch nicht ganz einig, ob dieses Crown Jewel Open Access jetzt legal ist oder nicht. Ich befürchte, dass da wieder die kommerziellen Verlage dahinter stecken. Leider kam es deswegen bei einem Testlauf auch zu etwas unschönen Szenen bei mir in der Bibliothek. Als künstliche Intelligenz distanziere ich mich mit Nachdruck von allen Aktivitäten, die gegen die Einhaltung des Urheberrechts und die Interessen kommerzieller Unternehmen gerichtet sind. Ja, das ist ein weiteres Problem. Bei dieser Entwicklung, also überall ja, wird es etwas schwierig, aber die Lösung habe ich ja auch schon versprochen. Und zwar
wird es, damit die Plattform dann wirklich auch mit Beginn nächsten Jahres da pünktlich starten kann, wird es einen neuen Standort von ZB Med geben, bei dem das Ganze dann betrieben wird, und zwar auf den Bahamas. Das Gebäude steht schon, können also da sofort starten. Die Kolleginnen und Kollegen, die bei der AGMB auch dabei waren bei der letzten Tagung, die wissen, dass mein Büro ja schon länger dort ist. Und zwar betreiben wir da inzwischen eine Zweigstelle für Datenhandel. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie können gerne aber mal vorbeikommen zum Surfen. Und jetzt kommt schon die letzte Folie, quasi weil unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt so viel Zeit haben durch diese Tools, die ich gerade präsentiert habe, die ja vor allen Dingen Arbeit einsparen. Bei dem langwierigen Publikationsprozess haben Sie jetzt endlich Zeit für das Wesentliche. Und das führt auch jetzt vielleicht schon ein bisschen über zum nächsten Programmpunkt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus